Ein Gleichungssystem mit Brüchen. Wir haben hier zwei Gleichungen. Erste Gleichung y Viertel plus x Fünftel gleich 3 Zwanzigstel. Wem das nicht schmeckt, der kann daraus auch machen ein Viertel y plus ein Fünftel x gleich 3 Zwanzigstel. Unten steht 4x Zehntel, das kann man natürlich auch zu 4 Zehntel x machen, plus y halbe gleich 3 Zehntel. Aber es wird manchmal so gestellt, die Frage, und da muss man gucken, wie dass man schnellstmöglich diese Nenner einfach wegkriegt. Ja? Beziehungsweise die Brüche davor einfach wegkriegt. Und das kann man dann in dem machen, indem man das mit dem Hauptnenner multipliziert. Hier steht Zehntel, da steht Zehntel. Die 2 hat die 10 im Aufgebot des 1x1 mit der 2. Also die 10 ist im Zweier 1x1 drin. Und hier oben haben wir die 20. 4 mal 5 ist 20 und 5 mal 4 ist auch 20. Das heißt, diesen hier rechnen wir mal 20 und diesen hier rechnen wir mal 10. Und dann steht da, oh Wunder, 5y plus 4y. X ist gleich 3. Und als zweite Gleichung steht da 4x plus 5y ist gleich 3. Wenn wir das Ganze jetzt können wir natürlich uns vorstellen, hier steht 3 und 3 ist gleich. Das können wir sofort sehen. Und dann muss auch dieses hier gleich sein, dann wären sie na, identisch. Wir können aber auch stur nach Schema das Ganze hier nach y umformen, dann teilen wir durch 5. Dann steht da y plus 4 Fünftel x ist gleich 3 Fünftel. Dann rechnen wir nochmal minus 4 Fünftel x. Dann steht da y ist gleich minus 4 Fünftel x plus 3 Fünftel. Jetzt könnte man diesen Teil hier für das y einsetzen und würde rauskriegen, tatsächlich 0 ist gleich 0. Was dann hinterher diese Interpretation, die ich schon mal genannt habe, auch tatsächlich bestärkt. Wir können aber auch diese hier auch nochmal durch 5 teilen. Dann steht da plötzlich 4 Fünftel x plus y ist gleich 3 Fünftel. Jetzt kann man auch hier schon sehen, diese beiden hier sehen sich unglaublich ähnlich. Wir rechnen hier auch nochmal minus 4 Fünftel x. Dann steht da y ist gleich minus 4 Fünftel x plus 3 Fünftel. Und durch diese Umformung können wir jetzt sagen, dieses hier ist wirklich exakt das gleiche wie das hier. Genauso wie schon das hier das gleiche war wie das hier, wenn wir den einen Teil umdrehen. Und dann kann man das auch noch auf die Spitze treiben, dass man dann sagt minus 4 Fünftel x plus 3 Fünftel ist gleich minus 4 Fünftel x plus 3 Fünftel. Dann holen wir die eine Seite auf die andere Seite rüber und es steht da 0 gleich 0 und die Interpretation von 0 gleich 0 hatten wir schon mal. Es gibt unendlich viele Lösungen. Das heißt, diese Gerade, die das ja auch ist, oder die, ne, die beiden Gleichungen, sind identisch. Das hätte man auch noch auf 100 andere Arten und Weisen zeigen können. Ich habe jetzt mal diese ausgesucht. Du darfst die gerne kommentieren und Hauptsache ist, du freust dich dabei.